Wisst ihr, was meine Frau manchmal macht? Wir sind im Rewe. Halb Bonn, Samstagnachmittag, halb Bonn ist gerade in diesem Rewe. Wir stehen an der Kasse in der Schlange, dann sagt sie aus dem Nichts laut: Okay, okay, aber bitte schlag mich nicht, wenn wir wieder zu Hause sind, ja? Ich sag: Was? Warum tust du mir das an? All eyes on me, Leute. Halb Rewe glotzt uns gerade an. Und was sieht halb Rewe? Die sehen einmal meine blonde, deutsche, in dem Augenblick mega unschuldig guckende Frau, die da so steht. Und ich weiß, sie denkt sich sowas wie: Hehe. Das ist dafür, dass du heute den Müll nicht rausgebracht hast. Du Penner. Und wer steht daneben? Der Penner. Am besten noch in Sportklamotten. Man sieht die Tattoos, lange Haare, leicht ausländischer Touch. Sieht nicht rosig aus für mich, ne? Und ich weiß, was alle denken, die glotzen. Die sagen: Hey, oder die denken sich: Hey, guck dir das Arsch an. Der klaut uns nicht nur die Frau, der schlägt sie auch noch. Stimmt ja auch, aber muss nicht jeder erfahren, oder? So ein bisschen. Guck mal, die Damen habe ich ja verloren. Das letzte war Spaß. Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, Comedian kommt auf die Bühne und sagt, das war Spaß, aber das war wirklich Spaß, weil wir sehen uns vielleicht nachher noch in der Pause und so. Nicht, dass mir jemand gleich die Fleisch auf den Kopf haut oder so. Nee. Jedenfalls gehe ich seitdem nicht mehr mit ihr einkaufen. Stress pur. Was stresst mich noch? Meine Jungs, ich habe euch erzählt, 5 und 7, 2 Jungs. Letzte Story, wenn ich mit denen alleine durch die Stadt laufe, das sind 2 Rabauken, okay, die wollen immer fangen, spielen und verstecken, spielen. Und wenn ich alleine mit denen durch die Stadt laufe und ich habe es eilig, dann lasse ich die nicht los. Das ist Stress pur, weil die wollen halt immer abhauen und dann ziehe ich die so wie 2 Pitbulls die ganze Zeit hinter mir her und dann sage ich, okay, es gibt gleich Süßigkeiten und Eis und so. Die Klassiker halt, ne? Jetzt gibt es aber eine wichtige Information, die ihr wissen müsst, damit ihr versteht, was mein Problem eigentlich ist. Meine Jungs sind beide blond und blauäugig. Ich weiß. Ich weiß es auch nicht. Keine, aber das ist ein Fall für eine andere Therapiesitzung. Ja? Jedenfalls sieht es anscheinend etwas kurios aus, wenn jemand wie ich durch die Stadt läuft mit 2 blonden Buben, sie gegen ihren Willen schreiend die ganze Zeit hinter sich herzählt: Du kommst mit, ich will nicht, du kommst mit, ich will nicht, du kommst mit, ich will. Alle glotzen schon, wie im Rewe. Ne? Ich weiß, irgendjemand hält mich irgendwann an und sagt: Hey, stopp, was ist das für eine Konstellation hier? Sind das deine Kinder? Ja klar sind das meine Kinder, sieht man doch. Okay, sieht man nicht, aber sind meine Kinder. Und irgendwann werden die Kinder gefragt: Jungs, was mit dem? Ist das euer Vater? Leute, ich weiß, der Tag wird kommen, an dem einer der beiden Drecksäcke sich denkt: Könnte doch lustig sein, wenn wir einfach sagen, wir haben diesen Mann noch nie gesehen, er zwingt uns die ganze Zeit mitzukommen, er hat uns auch Eis versprochen. Und am besten ist es noch einer, der mich davor die Woche im Rewe gesehen hat. Moment mal, bist du nicht aus dem Rewe? Der seine Frau schlägt. Eine Situation, da ist es von Vorteil, dass die beiden blond sind. Aber nur in der. Und zwar auf dem Spielplatz. Gestern noch, bestes Beispiel. Tausende Kinder auf dem Spielplatz, alle Eltern drumherum gucken so, was macht denn mein Kind und so weiter. Ich stehe auch mit dabei. Und wenn ein Kind Mist macht, und meine machen oft Mist, gewollt, ungewollt, ist es egal, dann gucken die anderen Eltern so, wo sind denn die Rabeneltern von den beiden? Und ich gucke dann mit. Leute, ihr wart ein mega Publikum. Vielen Dank. Bleibt gesund, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.